Wir befinden uns im Matthäusevangelium Kapitel 6, die Verse 16 bis 18. Überschrift vom Fasten. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Man kann so gut sagen, wie alles steht im Bibeltext. Wir können hier schon wieder beenden. Für mich war es so, Fasten, überhaupt diese Bibelstelle und dass Roland mich jetzt da eingetragen hat, ich habe keine Ahnung vom Fasten. Keine Ahnung. Selbst nach einem intensiven Bibelstudium war es sehr schwer, das Thema zu intensivieren. Vom Fasten. Ich bin gespannt. Wie gesagt, die Antwort steht ja eigentlich schon drin. Fasten macht man im Verborgenen beim Vater. Die Antwort steht schon im Bibeltext. Aber mir hat so gut unsere Bibellese die letzten Wochen gefallen. Wir hatten am Mittwoch übers Almosen geben, gestern übers Gebet. Ich war nicht da, ob es auch aus der Bibellese gestern geandachtet wurde. Und ich habe dann eine Seite zurückgeblättert und dachte, wann fängt Jesus an, das alles zu erzählen? Und er fängt an, das alles zu erzählen, so intensiv, nachdem er die Jünger berufen hat. Das heißt, er erzählt es einer Gruppe von Menschen, denen er unbedingt tiefer und tiefer den neuen Bund, das Reich Gottes, das mit ihm und mit ihnen auf hier sein soll, zu sagen. Und so habe ich eben aus dieser Perspektive der letzten Woche versucht, mich beim Fasten ranzutasten. Ein neuer Rabbi taucht auf. Vielleicht kannten die Fischer ihn schon. Sein Vater hat vielleicht mal für sie einen Balken gebogen oder eine Latte am Boot erneuert. Und sie hatten diesen jungen Jesus gesehen, der seinem Vater dabei half. Und dann irgendwann fing er an zu erzählen. Ein Erzählen von dem Gott ihres Volkes. Das war ein schönes Zuhören beim Netze flicken, Fische sortieren. Die Art, wie er sprach, war ihnen die Stärkung, dass alles, was sie machten, Sinn bei Gott hat. Und auch am nächsten Tag stand er am Seerand und an dem Tag auch, als sie wieder einmal vom Fischfang nach Hause kamen, allerdings diesmal ohne einen Fang. Und er hatte von Gott erzählt. Ehe die Fischer die Boote ans Land hiefen konnten, kam er auf sie zu und gibt ihnen ein direktes Wort zu ihrer Situation. Und wie alles von ihm immer mit dieser Liebe begleitet. Er sagte zu ihnen ein Wort, das ihnen zeigen sollte, wenn du nichts mehr kannst, nichts weißt, lass dich auf Gott mit allen Ängsten und Freuden ein. Und dies zeigte ihnen sein so anders Menschsein, dass man sich auf ihn gründen kann. Herzergriffen folgten sie seinem Wort. Kommt, lasst uns was Neues beginnen, die alten Schriften leben, besingen. Das, was Gott bisher euch gab, im neuen Leben leben. Lasst die Netze, lasst das Werkzeug liegen, weil nur Lebendiges kann neues Leben lieben. Kommt, folget mir nach. Und für die, die nicht wussten, ob das der Väter Worte oder die zuvor sowas nie gehört, ob sie gemeint
ob die Schrift wirklich von dieser Freiheit redet oder ob man lieber nüchtern bleibt. Das Erzählen von dem Gott mit Vaterliebe, das war ein schönes Zuhören, war ihnen herzergreifend. Die Tiefe seiner Worte, Altes und Neues, das ihnen sagte, dass alles, was sie machten, alles Sinn bei Gott hat. Es zeigte sein so anders Menschsein, dass man sich auf ihn gründen kann, mit ihm den Sinn Gottes erfüllen kann. Kommt, lasst uns was Neues beginnen, das Leben, das ist an dir finden. Die Worte, die er sprach, von ihm dir geben, nicht am toten Buchstaben kleben. Kommt, lasst uns was Neues beginnen, lasst die eigene Kraft, das eigene liegen, weil nur Lebendiges kann neues Leben leben. Neues Leben leben, hier wird es schwer für die eben, die ihr ganzes Leben schon in ihm leben und weben, ihr ernsthaftes Streben in Unterwerfung zu Gott lebten. Bisher kannte man das Wort des Lebens. Und nun zeigt dieser Rabbi neu, dass man sich verlaufen kann und am Ende auf der Stelle stehen bleibt. Im Gesetz die Sicherheit des klaren Wortes mit Verstand getan, mit Liebe zum Detail bis in den tiefsten Alltag Gott der Ordnung, so leicht dann den Überblick doch verloren, bei Ethik und Anstand, Integrität nur noch auf sich selbst gesehen. Und so öffnet er den Horizont, viel weiter als bisher, zeigt an sich selber das neue Herz, bietet Befreiung an, wo nicht verstanden, dass man versklavt mittels das, was vorher das Wort des Lebens war. Kommt, lasst uns was Neues beginnen, die alten Schriften leben, besingen. Das, was Gott bisher euch gab, im neuen Leben leben. Lasst die Netze, lasst das Werkzeug liegen, weil nur Lebendiges kann neues Leben lieben. Kommt, folgt mir nach. Man kann seine Worte nicht immer verstehen, muss auch nicht. Er selbst ruft zum mit ihm gehen. Und im mit ihm sein ist es dann klar, weil er selbst und nur er die Wahrheit war, die er sprach. Er sprach vom Töten und Schuldigsein und Gericht, lehrte, heilte, liebte und doch erkannte mancher nicht, wer er war und heute noch ist. Ob es daran liegt, weil die Wahrheit auch den Spiegel zeigt? An Christus selbst offenbart sich, was man schon in den Schriften liest, wird am Menschen wahr, der mit ihm gekreuzigt, auferstanden ist und in ihm mitversetzt in die himmlischen Regionen. Und wer jetzt fragt, was Almosen geben, beten und fasten ist, all das ist, was man tut, wenn es nur der Vater sieht. Zurück zu den Nachfolgern Jesu. Kurze Zeit hatten auch sie keinen Plan. Zogen sich zurück, hatten Angst, weil sie noch nicht verstanden, wie man ohne Rabbi, ohne Freund, ohne Bräutigam nachfolgen kann. So fingen sie zu fasten an. Sie blieben einfach auf dem Platz nach Jesu Tod. Keine Evangelisation, keine Reproduktion von dem, was sie erlebt. Sie fischten sogar wieder, weil sie einfach naiv, unmündig, weil immer noch das Alte in ihnen ist, bis jedes Wort ihres Meisters nochmal zu ihnen kehrt. Der Auferstandene selbst leitet sie an, belehrt. Und als König und Herr mittels seinem Geist ist jetzt viel mehr als nur Herzlichkeit, Loyales, Heiliges getan. Kommt, lasst uns was Neues beginnen. Die alten Schriften leben, besingen. Das, was Gott bisher euch gab, im neuen Leben leben. Lasst die Netze, lasst das Werkzeug, Religion liegen, weil nur der lebendig, kann neues Leben leben. Kommt, folgt ihm nach. Weißt du jetzt, was Fasten ist? Etwas, was man tut, wenn es nur der Vater sieht. Es ist wie Predigen
Beten etc. Manchmal benutzt man verstärkbar dazu auch den Körper. Amen. Thank you.